Also die Methode der kollegialen Fallberatung erfolgt in 6 verschiedenen Schritten. Man überlegt sich zunächst einmal einen Fall. Also es braucht immer jemanden, der ein konkretes Anliegen formuliert und jemanden, der durch die Beratung auch durchführt, einen sogenannten Moderator. Und der Rest der Gruppe fungiert in der Rolle der Beratenden. Und das Besondere an der Methode ist tatsächlich, dass es im Unterschied zum rein kollegialen Austausch, den man vielleicht mal so zwischen Tür und Angel führt, eine strukturierte Methode ist. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass derjenige, der seinen Fall oder sein Anliegen präsentiert, tatsächlich genug Zeit hat, ganz konkret zu beschreiben, worum geht's, und sich auch noch mal auf eine gewisse Hauptthese, auf eine Leitfrage festlegt. Das macht einen großen Unterschied dazu, wenn man sich so direkt austauscht, dass es auch gar nicht direkt eine Resonanz gibt, sondern dass es erstmal sehr viel Raum für den Fallgebenden gibt, woraufhin dann die Beratenden, also die Gruppe der anderen, danach erst zum Zuge kommen und ihre, ob das Ratschläge sind oder gemeinsam brainstormen oder in eine Resonanzrunde gehen können, also mit unterschiedlichen Methoden sozusagen ihre Ideen zu dem Anliegen präsentieren. Und das Besondere ist, dass dadurch häufig in einer, also sozusagen durch die Methode wirklich konkrete Vorschläge kommen und dass gleichzeitig alle davon profitieren, nicht nur derjenige, der den Fall einbringt, sondern dass auch die Reflexion derjenigen angestoßen wird, die in die Beratung gehen und man einen Eindruck davon bekommt, wie geht es den anderen? Oh, mir geht es wahrscheinlich ganz ähnlich, beziehungsweise kann man auch teilweise von Lösungen für Fälle profitieren, die man gar nicht selbst eingebracht hat.